Müll, okay. Netflix. Warum Netflix scheiße ist. Das haben wir heute. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir haben Piccolinis endlich gefunden. Ich wusste immer nicht, wo es die gibt. Dann war ich heute im Rewe und siehe da, sie sind da. Krass, ne? Weil wir haben ja wirklich immer, wenn wir einkaufen, mal in jeden Supermarkt geschaut. Ja, wobei neulich beim Rewe, dort habe ich auch geguckt. Und ich hatte sogar noch auf der Internetseite geguckt bei Wagner, wo es die Sachen gibt. Und da hatte mir das nicht angezeigt. Und dann war ich so, boah, muss ich jetzt echt durch die halbe Stadt laufen. Aber du warst wieder im Ringcenter, oder? Nee, im Gesundbrunnen war ich. Gesundbrunnen-Center. Verwechselt, glaube ich. Der Rewe da ist huge. Ja, du gehst ja öfter mal einkaufen. Mhm. Die öfter mal durch Berlin fahren, so alle veganen Produkte. Jedenfalls probieren wir die jetzt und dann gibt es noch eine kleine Story. Ich sitze dann immer so zu Hause so, was hat sie wohl diesmal eingekauft? Also Piccolinis habe ich früher immer gegessen als Kind. Das war so der Go-To-Geburtstags. Ich hatte die Snack. Sehr selten. Tatsächlich. Also so oft hatte ich es jetzt auch nicht. Halt ein, zwei Mal im Jahr, ne? Immer zum Geburtstag, aber... Ich muss sprechen auf jeden Fall. Spinatcreme. Ja, finde ich schon gut. Sie haben nicht diesen typischen Piccolini-Geschmack, finde ich, aber es fällt doch schwer. Aber sie schmecken recht langweilig. Hä? Nee, aus Spaß. Die haben ich finde sie schon ganz geil. Ich finde, die haben nicht so viel Geschmack. Da könnte noch ein bisschen mehr Salz oder Zitrone oder... Ich finde sie haben voll Geschmack. Intensiveres Zwiebelzeugs. Ich finde dieses Creamy so nice. Ja, die Creme ist ganz gut. Ich würde dir da vielleicht trotzdem irgendwie den Ketchup eindecken, oder? Passt gar nicht. Aioli in Aioli. Oh nee, boah, ich hasse Aioli. Nein, ich hasse nicht Aioli, aber ich feiere Aioli auch nicht so doll. Aber das heißt, der Knoblauch nicht so doll. Eigentlich schon, ich feiere nur nicht, dass mein Mund dann 5 Tage danach stinkt. Ja, das finde ich auch nicht so geil. Ich kriege von viel Knoblauch auch Kopfschmerzen, deswegen ist das auch nicht so geil. Echt? Mhm. Bei Bärlauch ist es noch schlimmer. Also, ich finde sie ganz lecker. Aber sie sind nicht so geil, als dass ich nochmal Nestle unterstützen wollen würde, nur deswegen. Ich würde sie ehrlich gesagt auch nicht nochmal kaufen. Also die andere neue Pizza, die von Dr. Oetker rausgekommen ist, die war ja richtig geil. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, checkt es aus. Die ist halt von Wagner und Wagner gehört zu Nestle. Nestle ist ein Drecksverein. Ich entschuldige mich hiermit mal aus dem Video und Kara erklärt mal kurz, warum Netflix... Warum Netflix scheiße ist. Also Freunde, es gibt und gab ja schon immer diesen Struggle, sollte man jetzt Ersatzprodukte von bedenklichen Firmen kaufen oder lieber nicht kaufen? Und ich finde tendenziell, aber da habe ich auch immer noch einen Struggle in meinem Kopf jeden Tag geführt, finde ich, dass man ruhig mal bei McDonald's sich einen veganen Burger rausholen kann, weil man da diesen Need irgendwie auch unterstützen sollte, finde ich persönlich, weil es halt die Masse erreicht so. Ich meine, Burger King hat diese Woche in Köln eine komplett fleischlose Filiale, was halt lit ist, also nur ein Pop-Up-Store für eine Woche, aber es ist trotzdem halt schon mal so ein fetter Step in irgendwie die richtige Richtung. Deswegen finde ich es cool, wenn solche Firmen, die halt die Masse erreichen, das auch vegan machen. Genauso Rügenwalder, die da irgendwie mehr Geld mit vegetarisch-veganen Produkten verdient hat, als mit den Fleischsachen so. Also es macht schon einen Unterschied und irgendwie gerade für Leute, die halt erst sich umgewöhnen möchten, irgendwie noch so ein bisschen so diesen Fleischgeschmack haben wollen, sind es halt tolle Produkte. Andererseits gibt es halt auch Firmen und dazu gehört definitiv Nestle, wo ich einfach sage, nee. Ich kann nicht komplett ausschließen, dass ich auch mal Nestle-Produkte aus Versehen kaufe, weil ich einfach nicht weiß, dass die da tatsächlich zugehören. Ich muss mir da mal irgendwie eine Übersicht aussuchen oder so, dass ich das mal auf dem Schirm habe, was dazu gehört. Und tendenziell, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht nochmal holen, weil ich das dann nicht nochmal unterstützen möchte. Aber ich wollte halt trotzdem einmal wissen, wie die schmecken, weil das so eine Neugier in mir selber ist. Und ich glaube, mit dem KitKat wird es genauso sein, was voraussichtlich nächstes Jahr rauskommt, dass ich einfach dann Bock habe, das mal auszutesten. Einfach zu wissen, wie es schmeckt. Das finde ich gerade noch vertretbar. Das Problem ist, Magnum zum Beispiel gehört ja auch zu Unilever, was eigentlich genau der gleiche Scheißverein ist. Und das kaufen wir ziemlich häufig, weil es einfach so, so, so lecker ist. Dann denke ich mir auch immer wieder, kann man nicht mit dem Geld eigentlich lieber komplett vegane Unternehmen unterstützen, die halt auch irgendwie nach oben wollen? Das wäre eigentlich eine bessere Investition. Was ich aber tatsächlich im Endeffekt eine wichtige Frage zu stellen finde, ist, wenn du nicht vegan bist und jetzt kommt von diesen ganzen Sachen, die du gerne magst, eine vegane Variante raus und du würdest sowieso Piccolinis kaufen, angenommen. Wofür entscheidest du dich jetzt? Für die veganen Piccolinis oder für die nicht veganen Piccolinis? Und da, finde ich, ist vielleicht erst der Ansatz, wo man ansetzen sollte, anstatt
das vegane Person zu fragen, ob sie das machen, ob sie es nicht machen und so weiter. Ich fand es jetzt in Ordnung, einmal das hier zu kaufen, aber schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich sehr interessieren. Lasst da gerne eine Discussion aufmachen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst den Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier könnt ihr noch das neueste Lidl-Tasting von Anouk und mir auschecken und ein Produkt-Tasting von den ganzen neuen Sachen, die 2021 rausgekommen sind. Das ist verrückt. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren für weitere Food-Tastings und Rezeptideen und Tipps. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.